Hallo, Google Fusion Tables Tutorial. Als Beispiel WLAN-Standorte in Berlin auf Karte eintragen. Den Datensatz dazu findet man auf der Seite daten.berlin.de. Die Lizenz ist hier Creative Commons, Namensnennung, immer beachten die Lizenz. Und dann gibt es einmal die Daten als XLS-Datei und als CSV-Datei. Die XLS-Datei klicke ich an und die kann ich gleich öffnen mit LibreOffice Calc, um die Tabelle zu bearbeiten. Speichere ich die einmal, speichern unter, speichern, das richtige Format, alles markieren und Format, direkte Formatierung löschen. Als erstes den jeweiligen Datensatz in LibreOffice Calc bearbeiten. Adresse, also Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Stadt in einer Zelle zusammenführen. Und das geht wie folgt. Eine neue Spalte, die heißt Adresse und dann Straße, Postleitzahl und Ort zusammenführen mit ist gleich. Dann Straße und Operator in doppelten Anführungszeichen, Komma, Leerzeichen. Dann wieder und Operator, jetzt kommt die Postleitzahl. Dann wieder und Operator, um das Ganze zu verbinden mit in doppelten Anführungszeichen, Leerzeichen. Und Operator und als letztes der Ort. Und dann kann man das bis nach ganz unten ziehen für alle Standorte. Soweit so gut. Je nach Kategorie, in dem Fall hier die Spalte kostenfrei, ja und nein, wird jeweils ein Marker bestimmt. Sprich die Spalte mit ja und nein, also groß J und groß N, dupliziert man und mit Suchen und Ersetzen wird beispielsweise Groß J mit Large unterstrich Green ausgetauscht und Groß N mit Large unterstrich Red. Folgende Styles stehen zur Verfügung: Small unterstrich Red, Blue, Yellow, Green, Purple und Large unterstrich Red, Blue, Yellow, Green, Purple für später halt. In anderen Fällen ließen sich auch Farben nach Werten zuordnen, Polygone bestimmen und so weiter. Also die Spalte kostenfrei kopieren und neu einfügen und einfach darüber schreiben Marker. Und jetzt Groß J austauschen mit Large unterstrich Green. Also bearbeiten, vorher noch alles markieren, die ganze Spalte. Bearbeiten, suchen und ersetzen. Suchen nach Groß J, ersetzen durch Large unterstrich Green. Okay. Ersetze alle. Okay. Und das Ganze eben nochmal für Groß N. Suchen und ersetzen. Groß N. Ersetzen durch Large unterstrich Red. Groß- und Kleinschreibung beachten und ersetze alle. Schließen. Das ist das Ergebnis. Das dann speichern. Datei speichern. Und jetzt geht es weiter. Der Datensatz kann via Google Docs oder direkt in Google Fusion Table hochgeladen werden. Ein Google-Account wird benötigt. Fusion Tables sind vor allem für die kollaborative Arbeit in an mehreren zusammengeführten Datensätzen gedacht. Also erstmal minimieren und jetzt nach Fusion Tables suchen. Google Fusion Tables, dann also vorher einloggen noch, dann auf Google Fusion Tables klicken, dann Create.
neu erstellen. Dann hole ich mir die Datei, die ich gerade bearbeitet habe. Öffnen. Next. Dann warten. Okay. Auch wieder Next. Finish. Und da ist die Tabelle. Die Tabelle lässt sich nun bei Fusion Tables verschieden visualisieren. In diesem Fall also auf einer Karte darstellen. Erscheint die Kartenansicht, ist der Software nun mitzuteilen, welche Spalte die Geoinformationen enthält. In dem Fall sind es ausgeschriebene Adressen, es können aber auch Geokoordinaten genutzt werden. Hierbei Map auf Bezirk, einfach ändern, Selection Location und hier einfach Adresse wählen. Warten. Okay. Als nächstes wird unter Change Map Styles den einzelnen Datensätze unterschiedlich farbige und verschieden große Marker zugewiesen. Okay, anklicken und hier unter Spalte Marker wählen. Marker, dann Save. Dann, nun sollte noch festgelegt werden, was zu sehen ist, wenn auf einen der Marker geklickt wird. Dies geschieht unter Change Info Window Layout. Draufklicken. Okay, und jetzt kann man das hier festlegen. Es lässt sich ein eigenes Template wählen, Custom. Und dort lässt sich mit etwas HTML und den Spaltenbezeichnungen der Tabelle in geschweiften Klammern der Inhalt bestimmen. Hier jetzt. Es ließen sich also auch mit A links setzen, Zeilenumbrüche per BR-Tag. In dem hier besprochenen Fall könnte der Code dann so aussehen. Aber Automatik reicht. Und hier reicht Bezirk, Standort, Straße, Postleitzahl, Straße, das kann ich weglassen. Bezirk, Standort, kostenfrei, Betreiber und Versorgungsbereich reicht aus. Adresse noch dazu und Save. Und das ist die Karte. Schließlich soll die Karte eingebettet werden, dafür muss sie freigegeben werden. Die Zugriffsrechte dürfen also nicht auf privat gestellt sein. Dafür kann unter Fusion Tables oben rechts auf Share geklickt werden und die Option Public gewählt werden. Also Share und Public. Okay. Nach Klick auf Tools und Publish wird nun ein Codeschnipsel hier unten, ein iframe, zur Verfügung gestellt. Der wird per Copy und Paste in den jeweiligen Artikel eingefügt oder HTML-Seite und damit wäre die Karte eingebettet. Im Code lässt sich per Width und Height noch Höhe und Breite der Karte in Pixel bestimmen. Übrigens lässt sich der Datensatz aus der Kartendarstellung bei Fusion Tables auch als KML
exportieren und dann etwa in einer Google Maps oder bei Google Earth öffnen. Nachteil ist, dass der Datensatz nicht mit verschiedenen Markerfarben exportiert wird. Ciao und viel Glück!